Ja, hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD Live Trading TV am 8. Mai 10:30 Uhr. Wir wollen uns wieder dem Markt widmen und hier natürlich dem DAX, dem beliebtesten Underlying. Das kann man nicht allzu oft sagen. Das Produkt DAX wird hier ja von den Deutschen am liebsten gehandelt. Und insofern müssen wir, wollen wir uns auch diesem Underlying widmen und wir schauen mal auf den Stundenchart. Der DAX hier im Erholungsmodus. Wir hatten gestern hier schon am Nachmittag bzw. halt zur Vormittag-Sequenz hier diese Unterstützung ausgelotet. 11.230 rund. Unglaublich, aber war der DAX hat hier tatsächlich in diesem Bereich, der sich hier herrührt aus März, aus den Märzbewegungspunkten, Moment hier rund aus diesen Märzbewegungspunkten hier diese Price Action Zone tatsächlich genutzt, um wieder anzusteigen. Eine direkte Fortsetzung der Korrektur gab es nicht. Und wir sehen jetzt hier den Ausbruch über diesen kurzfristigen Abwärtstrend, der sich hier im Zuge der starken US-Märkte dann entsprechend fortsetzte. Heute Morgen dann hier schöner Ausbruch Asia-Session. Und jetzt sind wir hier an einem zwischengeschalteten Widerstand angekommen, der hier an Signifikanz eigentlich jetzt nicht so schwergewichtig ist, aber der Markt hat hier bei der Marke von 11.500 erstmal gedreht, beziehungsweise eine Pause gemacht. Was kann man nun erwarten? Tatsache ist, wir haben heute Nachmittag die Non-Farm-Payrolls. Alles schielt darauf, wie wird der Markt reagieren, wie sind die Daten, was schließt die Fed raus, Leitzinserhöhung US, früher oder später, kommt es im Herbst, kommt es nicht, kommt es vielleicht erst 2016, viele Spekulationen, aber das macht den Markt natürlich aus und spannend, aber im Zuge dessen ist natürlich hier auch ein Stück weit die Prognose der Bewegung. Man kann davon ausgehen, dass der DAX, wenn die Daten in einer gewissen Extremrichtung erscheinen, durchaus mal eben 100, 200 Punkte läuft in die eine oder andere Richtung. Insofern, wenn man kein News-Trader ist, dann durchaus geziemt zurückhalten, gute Viertelstunde nach den Non-Farm-Payrolls mal die Lage sondieren und dann gegebenenfalls auf den einen oder anderen Move aufspringen. Tatsache ist, wir haben hier 11.500 oben als Widerstand und das heutige Tageshoch. Wäre also denkbar, wenn der Markt hier nach oben aufdreht, vor den Non-Farm-Payrolls zu den Non-Farm-Payrolls und hier ein neues Tageshoch macht, dass es dann rein technisch weitergehen darf. Und das lässt sich hier im Stundenchart auch sehr schön identifizieren, sehr schön lokalisieren. Sie sehen diese große Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch, die hier auch schon mehrfache Bestätigungspunkte fand. So, schwupp, gleich nochmal. Damit wir das Ganze ein Stück weit visualisieren für Sie. Und genau das ist eben ein Punkt, wo man sagen darf, okay, wenn eine Erholung kommt, dann dürfte die rein technisch spätestens bei 11.700 Punkten auf starken Widerstand treffen. Was dann natürlich ergo hier oben, und da haben wir auch hier den Bereich 11.710 Punkte, dieser Range, die ja nach unten aufgelöst wurde, hier am 5. ein Pullback-Bestätigungslevel fand. Hier sozusagen nochmal untermauert und genau dieses Niveau ist ein Ziel, sofern die Non-Farm-Payrolls heute hier vom Markt positiv aufgenommen werden. Also neues Tageshoch, kann der DAX durchaus nochmals an die 200 Punkte ansteigen und das würde dann hier entsprechend Touchdown dieses Levels bedeuten. Hingegen, wir haben 11.400 als Supportzone definiert, gestern eigentlicher Wandel im Sinne einer Widerstandszone, aber wir haben ja gesehen, dass es im Asia-Geschäft dann hier über diese Zone hinausging. Und es ist dennoch ein Fakt, dass dieses Level auf der Unterseite ganz wichtig ist, um eben zu sagen, okay, wenn wir hier drüber bleiben, sieht es gut aus. Wenn wir drunter fallen, haben hier wohl die Bären das Heft in der Hand. Die Fuzzy-Logik von heute, im JFD-Stream auch schon dargestellt, kam ganz interessant daher. Ich zeige sie mal kurz. Hier mit der Beschau der Primary Markets. Wir sehen hier, Dow sollte oder scheint sich hier schwächer an den Markt begeben zu wollen. Gold, da kommt nachher noch was. Heute hier am Nachmittag vor einem Extrem-Move. Das lässt schon mal hier spannend blicken. Wir haben hier dann praktisch zur Nachmittagssession US-Handel hier dann einen enormen Kristallkugelanstieg zu erwarten. Rein saisonal und anhand der vorherigen Preistendenzen, eben anhand der Fuzzy-Vektor-Logik hier prognostiziert. Euro-US-Dollar entgegen hier Cooldown nach unten. Man muss mal sehen, das sind wirklich Extreme, wie ich sie selten sehe. Und DAX hingegen, das ist auch hier ganz interessant zu sehen, dass dieser hier heute das Tageshoch tatsächlich nach Fuzzy-Logik gemacht hat. Wir sehen dann hier eventuell ein Tief bei 11.336 Punkten nach der heutigen Beschau hier zur Mittagszeit, um dann am Nachmittag hier nochmal ein Hoch zu machen, um dann eine Art Doppeltop auszubilden im Bereich 11.500 Punkte. Das ist schon mal eine ganz interessante, ja,
Kristallkugel beschaut, die, wenn man sie hier auf den Markt münzt, hier praktisch initiiert, dass wir hier so ein Stück weit seitwärts pendeln, einen kleinen Fake-Ausbruch nach unten machen und hier oben letztlich einen Doppeltop ausbilden. Das lässt eben mutmaßen, bullisch würde es erst werden nach einem neuen Tageshoch, das hier technisch bedingt erfolgen kann. Absolutes Limit meines Erachtens wäre dann aber 11.710 Punkte. Von diesem Level ausgehend sehe ich persönlich dann doch wieder größere Abwärtsrisiken, sofern es denn tatsächlich überhaupt zu so einem solchen Anstieg kommt. Ansonsten Trend folgend, wenn wir neues Tief machen, wie gesagt, neues Tagestief unter 11.4 gehen, dann kann das auch hier relativ zügig zu einem Test der 11.230 Punkte führen und dann sogar gegebenenfalls weitere Tiefs nach sich ziehen. Wir machen das mal so, hier oben die Alternative, weil der übergeordnete Trend hier aktuell schon abwärts gerichtet ist. Und wenn man mit dem Trend gehen wollte, dann muss man hier davon ausgehen, dass der Markt durchaus nochmal einen Rücksetzer machen darf, der eben beim neuen Tagestief aktiviert wäre. Deswegen hier die Erholung eigentlich nur Plan B. So viel zum Stundenchart. Schauen wir uns jetzt mal den Tageschart an. Hier eben dieselbe Situation. Wir haben hier den großen Abwärtstrend, die große Abwärtstrendlinie. Im Bereich hier 11.700 ist genau das Level, wo es eben heute hier interessant werden dürfte. Klar bullisch meines Erachtens eben nach wie vor erst, wenn wir hier deutlich nach oben rausgehen. Kann das aber natürlich jetzt auch ein Stück weit nach unten ziehen. Alles über 11.700, da kann man sich auch hier der Kerze vom 5. bedienen. 11.752, alles darüber wäre bullisch einzuschätzen. Da wir jetzt hier keine neuen Tiefs gesehen haben, muss man jetzt sagen, okay, vielleicht hat der Markt ja doch nochmal hier so einen korrektiven Erholungsimpuls vor sich, um dann praktisch hier wieder einen Downmove zu vollziehen. Das bleibt mal abzuwarten, aber hier ist meines Erachtens die Korrektur noch nicht ausgestanden. DAX nach wie vor, durchaus weitere Rückschläge möglich. Das würde sich erst relativieren, wenn wir hier deutlich wieder nach oben rausgehen. Und dann kann man hier auch nur noch mal das bestätigen, was ich jetzt seit den letzten Tagen sagte. Und das wird sich eben heute per Wochenschluss auch ergeben. Hier diese Aufwärtstrendlinie seit dem Oktobertief. Diese durchaus mittelfristig angelegte, mehrfach bestätigte Aufwärtstrendlinie. Wenn sie denn heute zurückerobert werden kann und der Markt hier deutlich nach oben rauszieht über 11.700, dann sind die Bullen durchaus imstande, hier einen bullischen Mai sozusagen zu bewerkstelligen. Also hier weitere Hochs zu markieren. Scheitert dies heute und wir bleiben unterhalb dieser Trendlinie und sacken sogar dann eben unter 11.300, 11.200 Punkte zurück, dann ist hier der Bärenzug weiter in Fahrt. Gut, liebe Zuschauer, das soll es eigentlich schon gewesen sein zum DAX. Sind wir mal gespannt, was am Nachmittag noch passiert. Ich schalte mich sehr, sehr gern dann wieder online, eventuell direkt zu den Non-Farm-Payrolls oder kurz danach. Das werden wir mal begutachten. Auf jeden Fall dürfen Sie gespannt sein, was da heute noch kommt. Ich bin's. Ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal eine gute Zeit. Genießen Sie ein Stück weit Sonnenschein. Das Wetter soll heute grandios werden. Und insofern lassen wir uns mal nicht beunruhigen. Ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Zeit. Bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.